Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2 im dritten Part. Jetzt finden wir heraus, was hier für seltsame Geräusche sind. Aber ich will es eigentlich gar nicht herausfinden. Okay. Es scheint uns nicht zu gefallen. Mach es aus! Sind wir jetzt in The Ring oder was hier? What? Steuere ich das gerade? Ich check gerade nicht, was passiert ist. Ich habe mein WASD gedrückt und... Okay. Schwerelosigkeit oder was ist das hier? Keine Ahnung. Ich esse mal ein bisschen Weingummi. Zur Stärkung. Ich habe absolut keine Ahnung, was das gerade war. Ich verstehe es noch nicht wirklich. Aber der Fernseher ist aus. Das ist die Hauptsache. Also dringend weiter in die Stadt ein und gucken, was es hier so in der Stadt zu sehen gibt. Wie schon im letzten Part gesagt, die Stadt wirkt ziemlich tot. Ich bezweifle aber irgendwie, dass es so bleibt. Naja, warten wir mal. Wir kommen auch mal nicht durch. Gucken wir mal. Was? Ey, man sieht die Löcher gar nicht. Ich habe gerade nicht gemerkt, dass da ein Loch war und ich da gestorben bin. Also mal genau gucken. Hoffentlich geht es hier noch weiter. Moment mal. Ey, das, ist das eine Art Schule hier oder? Ist es ein Spiel oder ein Spielplatz? Ja, Quatsch, im Spiel ist doch noch kein Haus davon. Ich sehe auch nicht, was da ist, Mann. Aber hier kommt man auch nicht durch, oder? Nee, ist alles dicht. Aber da hinten ist auch mal ein Loch, da kommt man also auch nicht weiter. Wie könnte man jetzt hier weiterkommen? Ich weiß es nicht. Moment. Ah, guck mal. Ah, da ist ein Loch, guck mal, da kommt man durch. Cool. Oder nicht so cool, eigentlich will ich den nämlich gar nicht rein. Okay, überlegen wir jetzt mal. Okay, Ängste. Wofür? Ich hatte als Kind Angst vor der Schule, das gebe ich zu. Gerade so die Spielplätze, dass man nicht mitspielen darf. Ausschluss, sozialer Ausschluss. Das war schon eine Angst meiner Kindheit, weil ich es doch selbst erlebt habe. Das stimmt schon. Wenn ich das damit verbinde, aber das ist natürlich ja schon sehr weit hergeholt, ne? Naja, finden wir es raus. Ich will da einmal hier rüber gehen, aus Prinzip. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht eine Mütze? Guck mal da, oh, ist das nicht eine Mütze da oben? Ich hab nämlich schon lange keinen Hut mehr bekommen, fällt mir da auf. Dieses Ding liegt damit sicher nicht umsonst. Oh, was ist das denn hier? Ein Ball?
gar nichts. Ey, muss er noch irgendwie raufkommen. Warte, warte mal. Natürlich. Ja, ich habe einen Hut gefunden. Ich habe einen Hut. Einen neuen Hut. Ein Ball. Ach du Scheiße. Hier sieht ja wirklich aus wie das Opfer vom Dienst hier. Ohne Witz. Okay, was begegnet uns jetzt in der Schule? Irgendwelche Mobber, die uns niedermachen? Oder ein böser Lehrer? Oder der böse Hausmeister, der die Kinder vergewaltigt? Ich weiß es nicht. Kommen wir überhaupt rein? Die Tür ist zu. Und jetzt? Sig, hast du eine Idee? Du willst. Willst du hier hoch oder was? Was ist denn da? Oh, da, guck mal! Was auch immer das war. Hier sind irgendwelche Zeichnungen dran. Aber das hilft uns nicht weiter. Wie kommen wir in diese Schule rein? Ich gehe mal davon aus, dass wir da rein müssen, ne? Ist irgendwo hier vorne vielleicht ein Eingang? Ah, guck mal da! Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Da ist ein Bild. Im letzten Part, also im letzten Little Nightmares, waren immer Bilder von den Köchen an der Wand und von anderen Leuten. Immer meistens von den bösen Gegnern. Also eine Frau, vielleicht eine Lehrerin, die unterrichtet hat und irgendwie böse ist. Warten wir mal ab. Nee, mal nicht wieder an. Guck mal, überall Bilder von einer Lehrerin. Nee, das sind andere Bilder von irgendwas. Von irgendwelchen sehr verstörenden Kindern, die echt ziemlich krank aussehen. Ziemlich entstellt, um es mal freundlich auszudrücken. Naja, wie auch immer. Gehen wir mal weiter. Wir kommen offenbar jetzt noch nicht weiter. Gucken, was uns hier so erwartet. Okay. Hier haben wohl früher die Kinder geschlafen. Was? Hat man in den Schulen geschlafen? Ist das vielleicht ein Internat? Obwohl, das sieht aber nicht. Das sieht aber auch eher aus wie so eine Art Drill-Institut hier. Ich weiß auch nicht, was ich damit soll, aber nimm es mal mit. Also es sieht zumindest nicht sehr freundlich hier aus und die Kinder, die hier waren, die wurden offenbar nicht sehr nett behandelt, wenn ich mir diese ekelhaften Betten mal ansehe. Gibt's hier irgendwas? Was ist das für ein Clown, Alter? Das ist ja... Boah. Ja, als Kind hatte ich Angst. Oder hatte ich Angst vor Clown? Weiß ich gar nicht. Zumindest als Jugendlicher hatte ich Angst vor Clown, nachdem ich das erste Mal den alten S-Film gesehen habe. Platsch. Püppi auf den Boden werfen. Meme. Okay, aber hier gibt es offenbar nichts mehr. Aber Six nimmt hier so ein Ding mit. Das wird schon seinen Sinn haben, denke ich mal, oder? Warte mal, nehmen wir den mal mit. Ich denke mal, dass Six mir damit sicher irgendwelche Tipps gibt. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wofür, aber... Nehmen wir den mal mit. So. Vielleicht gegen das Bild werfen, weil die hat so eingestochene Augen. Ah, guck mal.
Ich hab's doch lieber hell in dem Spiel. Also ich lasse mal das Licht an. Ah. Ich weiß noch nicht genau, wie... Oh Gott. Hier war dann offenbar der Raum für die ganz bösen Kinder. So, die sich gar nicht benehmen konnten. Alter, guck mal an. 10, 15, 25... 40 Tage. Stell dir mal vor, so als kleines Kind in einem Internat musst du 40 Tage an diesem Stuhl gefesselt sein. Ja, also kriegst du mal was zu essen, zu trinken. Boah, das ist ja schon nicht, das ist schon Folter. Das hat nichts mehr mit Erziehung oder drin zu tun. Das ist schon krasse Folter. Und wie auch immer, offenbar geht's hier nicht weiter, oder? Oh doch, warte, guck mal hier. Kommen wir jetzt hin? Ey, wir sehen so hässlich aus mit dem Ball, Mann. Wir sehen echt aus wie so ein Opfer, ohne Witz. Jetzt hätten wir irgendwelche Gesichtslähmungen. Ah, da oben war bestimmt irgendwas, oder? Ach man, hätte vorher erst da hochspringen sollen. Egal. Habe ich zwar einen Secret verpasst, aber scheiß doch drauf. Interessiert mich doch eigentlich eh nicht, seien wir mal ehrlich. Ich will die Story erleben. Und euch eine gute Show hier bieten. Was war das gerade? Es sah aus, als wenn irgend so ein Hals irgendwie an den Kopf ran... Dass der Kopf irgendwie an den Hals ran geklebt worden ist oder so. Keine Ahnung. Es wirkte zumindest nicht sehr nett oder unser lecker. Aber ich habe das Gefühl, das werden wir bald rausfinden. Meine lieben Zuschauer. Das werden wir bald rausfinden. Ja. Boah, zum Glück stand ich da nicht im genau vor dem Ding, ey. Zum Glück spielen wir Maus und Tastatur. Und stand aus. Also zum Glück stand ich falsch. Was ist das, ey? Ist das eine Puppe, die kaputt gemacht wurde? Ich weiß es nicht. Nee, guck mal. Da war jemand. War das einer der Schüler? Aber warum gibt es hier noch Schüler? Es wirkt alles so tot hier. Sind das die Überlebenden aus der Pandemiezeit hier oder was ist das überhaupt alles? Ich verstehe das nicht. Ja, mein alter Schulspind. Ja, da seht ihr ihn. Ich hatte tatsächlich früher keine Spinde, keinen Spind. Sowas gab es bei uns nicht. So ein Schulspind. Wow. Ey, welcher Idiot denkt sich sowas in der Schule aus, Mann? Also aufpassen auf die verschiedenen. Auf den Boden gucken hier. Ob sie. Ja, diesmal da löst die Falle nicht aus. Und Six ist auch mal auch sehr klug. Oh, guck mal. Da rennt einer. Die Frage ist, sind die böse oder sind die lieb? Warte, komm mal da. Da ist einer. Der beobachtet uns. Lass wieder erstmal beobachten. Wir gucken wieder ins Klo. Okay, es wird langsam leicht psycho. Ich hatte gerade Gänsehaut und habe mich auch leicht erschrocken. Muss ich ehrlich zugeben. Das mit der Spannung hier haben sie bisher echt gut gemacht. Ey, der Typ hinten guckt, der guckt so fucking gruselig. Ich meine, klar, wer kennt es nicht? Man geht nichts Böses an, sein Schulweg hier zur nächsten Stunde und wird von so einem kleinen Mini-Gollum hinten beobachtet. Ist das ein Hund? Nein! Der ist inzwischen so alt, ich falle immer noch drauf rein.
Wir will nochmal in den Raum. Da ist das einmal noch das Triggern hier. So. Wir sind überall Fallen. Also wir sind echt nicht willkommen hier. Vielleicht sollten wir wirklich wieder gehen. Ich bin eigentlich ungern an Orten, an denen ich nicht willkommen bin. Wie ist das mit euch? Das ist kein Ort für Bloodwork. Na, folgen wir den Typen mal. Wow. Ey, ich lerne es nicht, oder? Ich lerne es nicht. Hör auf zu... Alter! Hör auf zu waschen, Bloodwork. Geh vorsichtig vor. Ey, wie kann ich da dem ausweichen? Warte, ducken vielleicht. Ducken wäre doch eine Möglichkeit. Tatsächlich. Ducken funktioniert. Ich will die Ente. Gib mir die Ente. Ich finde die Ente cool. Ach man. Ja, sagst du es einfach. Komm her. Nee, komm du her. Hey, können wir malen. Oh, guck mal, sie halten ein Händchen. Ein neues Liebespaar. Nein, ich lass mich scheiden. Was macht das, diese ekelhaften Geräusche, ey? Keine Schulkinder würden auch solche Geräusche machen, auch. Obwohl wer weiß, wie die hier misshandelt werden. Und ob es überhaupt so eine böse Lehrerin gibt hier. Vielleicht ist sie die Lehrerin ja, die wir vorhin gesehen haben, die so einen langen Hals haben. Was? Was? Bin ich tot? Nein! Lass mich raus! Ey, lass jetzt in Ruhe! Nein! Scheiße! Lass Six in Ruhe! Nein! Aber das war wahrscheinlich unser Glück, dass wir jetzt nicht mitgenommen wurden, weil wir da drin waren. Ja, shit. Also zumindest können wir uns wehren, das ist schon mal richtig cool. Das ist ein Vater, guck mal, ich sehe seh das in dem Boden. Oh. Oder so. Oder so. Das war die Falle wenigstens mal zu was Gutem nutze. Also ganz klar, Schule ist eine Angst, die ich verstehen kann. Die hatte ich damals als Kind auch. Ich hatte panische Angst, zur Schule zu gehen. Weil ich halt gemobbt wurde, ne? Warum muss ich? Ich muss daraus, glaube ich, auch kein Geheimnis machen. Oh, das ist Psycho. Das ist ein Schloss. Wir brauchen also ein Schloss, um hier reinzukommen. Oh, das ist fies. Das ist fies. Warte mal, da schreibt einer an der Tafel. Hier sind die Spinnen. Hier ist eine Garderobe. Vielleicht gibt es hier einen neuen Hut. Da, guck mal. Da ist die Lehrerin. Was? 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 Hilfe! What the fuck war das? Okay, es ist auch meine Lehrerin, die hier irgendwas schreibt. Die auch mal Unterricht macht. Und wenn die mich sieht, hetzt sie offenbar ihre Schüler auf mich, die mich dann offenbar mit dem Unterricht schleppen oder was auch immer mitmachen. Wahrscheinlich töten die mich.
Die Lehrerin wirkt böse. Ja, okay, sie hetzt halt ihre Schüler auf mich, ne? Ganz vorsichtig, immer nur einen zur Zeit. Tatsächlich. Der Horror eines jeden Schülers, Mann. Was? Wie konnte die mich entdecken, ey? Das ist doch ein, Witz, Mann. Aber ich hab, okay. Sehr fairer Checkpoint. Muss ich deswegen jetzt nicht nochmal machen. Verstecken! What the hell? Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich meine Facecam mit dazu gemacht habe. Alter! Kranke Scheiße, was kann ich mit ihrem Kopf machen? Was für eine Psycho-Scheiße, ey. Okay, komm, ich kann die auch mal nicht hoch. Okay, ich weiß ja, wo ich hin muss. Also nehmen wir die erstmal mit. Okay, ist cool, wir müssen die Schlüssel nicht mehr tragen. Little Light Mess 1 mussten wir alles tragen, das müssen wir offenbar nicht. Problem ist, das müssen wir zurück. Durch den ganzen Raum nochmal durch. Oh shit. Ah, ich guck mir mal die Fresse an, ey. Boah, ist das Psycho, ey. Was für eine Psychokacke, ey. Für den Apfel am Tisch. Boah, ey, die armen Kinder. Kein Wunder, dass sie so geworden sind, wie sie sind, ey. Ich weiß gar nicht, glaub ich, dass sie was Böses wollen. Ey. Was war das gerade? Wie konnte die mich sehen dahinter? Das ist doch echt nicht mehr witzig. Aber es ist Psycho. Das macht mir Angst. Obwohl es kein Gore oder Blut oder sowas ist, macht es mir wirklich Angst. Geh weiter. Ey, die armen Kinder. Das ist doch krank, Mann. Ich glaube, ich muss hier lang. Anders habe ich gar keine Chance. Also, wenn ich das von da hinten lang gehe, habe ich gar keine Chance. Warum sieht die mich von hier hinten nicht? Ah, scheiße. Hat die mich gerade...
Die hat mich gefressen. Die hat mich gefressen. Ach du Scheiße. Boah, was für eine kranke Scheiße, ey. Okay, ich muss auch irgendwann hinten ran. Also hinter dem Meer. Das Ding ist, was soll aus solchen Kindern werden, ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Eine Chance jetzt, weil sie gerade wegguckt. Geh doch, Junge! Jetzt sieht sie mich, jetzt sieht sie mich. Ja. Och Mann, ey, wie soll ich das denn machen? Boah, das ist echt schwer. Ich bin wahrscheinlich der einzige YouTuber, der jetzt wieder dafür ewig braucht. Weil hinten war schon richtig. Ich hasse Spiele, die für Controller optimiert wurden und nicht für Maus und Tastatur. Ich hasse es. Ich muss warten, bis sie weggeht. Das macht sonst keinen Sinn. Ich kann hoffen, dass sie sich nicht wieder ans Leere setzt. Jetzt. Nein. Ach, komm schon. Oh, sie hat mich nicht erwischt. Schlüssel. Schneller. Rein da und Tür zu. Oh, Alter. Gänsehaut, seht ihr das? Gänsehaut. Holy shit. Oh Gott. Warte, was ist das hier? Alter, sie hat mir einfach daneben gebissen, ey. Boah, was für eine kranke Psychoscheiße. Hauptsache, der wird da angekettet, ey. Wie krank ist das? Aber ich sehe schon, ich muss ihn offenbar zerschlagen mit diesem Hammer. Allein das ist schon so psycho gemacht. Keine Chance. Aber ich muss natürlich jetzt die Tür auch damit zerschlagen. Und mach auf den Scheiß hier. Eine Fresse. Ah, vielleicht soll ich das Ding wieder mitnehmen. Wer weiß, was mich hier noch. Okay. Hat sich gerade erledigt. Ich mach auf für den Lörig. Ey, was macht die da? What the heck? Ey, das ist so krank. Alter, aber das ist von den Entwicklern eine geile Idee. Das kann man nicht anders sagen. Ich hab das Gefühl, die verprügelt da ihre Schüler. Leute, wisst ihr, an wen mich diese Lehrerin erinnert? An meine alte Lehrerin aus der Schule, wegen der ich ein Jahr wiederholen durfte. Falls ihr das sieht, liebe Grüße. Ah, nee, ich sag's lieber nicht. Ich weiß es wirklich.
Aber an die erinnert mich, ey. Ah, hab ich sie gehasst. Und sie mich. Aber ey, wo muss ich jetzt lang? Ach doch, hier, guck mal, da kann man sich ranhängen, glaube ich. Wow. Ach komm! Ach nö, nicht nochmal, das ist ein Scheiß. Beim zweiten Mal ist es schon wieder nicht mehr so gruselig. Das ist beim ersten Mal gruselig. Aber beim zweiten Mal ist es eher nervig. Lass mich gar nicht erschlagen. Aber ich muss da schon hoch, das ist schon richtig. Oh. Warum hab ich den eben nicht getroffen, ey? Das war völlig unnötig, dass ich das nochmal machen musste. Dieses Spiel. Völlig unnötig. Dadurch nehmt ihr mir den Grusel. Und wie zur Hölle kommen hier oben Zigaretten hin? Und Malstifte. Wer hier oben malt, bitte? Was ist das? Das ist ein scheiß Pinguin. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Es wird laut. Kommst du hoch? Komm wirklich hoch. Und tschüss. Komm doch, du crazy bitch. Ja, ich werde leider keinen Namen nennen, meine alten Lehrerin, aber. Okay, und jetzt? Jetzt kommt sie in die Bücherei. Das war doch voll laut, Mann. Aber ich merke schon, die Folge ist schon wieder um. Es bleibt offenbar sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Little Nightmares 2. Ich habe immer noch sehr viel Spaß und grusel mich wirklich. Ich bin gespannt, ob wir diese crazy Lehrerin auch irgendwie besiegen können. Ich würde es mir wünschen, denn die ist ja wirklich, wirklich krank, diese Frau. Boah, das ist ja gar keine Frau, das ist ein Monster. Kein Wunder, dass diese Schüler so geworden sind, wie sie sind, ey. Na, wie auch immer. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ciao, ich bin euer Blattwirt. Ja, und lasst mir gerne einen Kommentar da, ich würde mich sehr freuen.